willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es nicht um die Malerei direkt, sondern um die Pinseln, die ich verwende. Um die teuersten Pinseln, das sind meine Struppis. Die kosten wirklich nur ein Bagatell. Das ist mein erster Struppi, den habe ich übers Internet aus Hongkong bestellt. Der war spottbillig, gab es aber nur in 50 Stück. Und die 50 Stück waren billiger als die Fracht von Hongkong hierher. Ja, und da gibt es noch andere, zu denen komme ich später. Da gibt es auch feine Unterschiede. Einer ist dünner, der ist wieder dicker und das erzähle ich dann. Man kann sich aber auch Struppis selbst schnitzen, aus anderen Pinseln, aus einem ganz normalen Anstreicherpinsel. Da muss ich halt Teile davon wegschneiden oder aus so einem Pinsel, wie es mittlerweile in jedem Künstlerbedarfladen gibt. Auch diese Pinseln sind geeignet unter Umständen, der ist nur zu glatt vorne. Dem muss man dann etwas Fasson geben. Und sehr gern nehme ich auch diesen. Das ist ein Kuchenpinsel, den man in jedem Supermarkt bekommt. Den gibt es in zwei Breiten. Das ist ein 3,5 cm breiter und den gibt es auch in 2,5. Ist günstiger, weil da schneide ich einfach da einen Teil davon weg. Und wie ich das mache, zeige ich dann nachher. Also, viel Spaß. Und gleich zu Beginn ein ganz wichtiger Hinweis. Zu diesem Video finden Sie viele ausführliche Informationen in der Bildbeschreibung unter diesem Video. Klicken Sie auf Mehr anzeigen und lesen Sie bitte. Es sind viel mehr Informationen als hier im Video, da dieses ja recht kurz gehalten ist. Ja, das sind nun meine Struppis, die ich über das Internet erworben habe. Die ersten beiden sind relativ dünn, die anderen sind etwas dicker. Sie sind alle 1,5 Zoll breit und der rote, das ist mein Lieblingsstruppe. Der schwarze und auch der mit dem grauen Stiel, die sind auch okay, aber sind etwas dicker und brauchen dadurch auch mehr Farbe. Wenn die Borsten also etwas dünner wären, könnte man auch besser damit arbeiten und verbraucht nicht so viel Material. Ich nehme jetzt ein Teppichmesser mit einer sehr scharfen Klinge und schneide vom Rand ganz einfach Haare weg. Das sieht leichter aus, als es ist. Man braucht schon ein sehr scharfes Messer und bitte auch vorsichtig sein. Man verletzt sich da schon sehr leicht und unter Umständen auch recht schlimm. Ich sage zu diesen Pinseln Struppi, weil sie einfach struppelig sind. Die sind vorne nicht ganz gerade und kantig, sondern leicht ausgefranst. Und wenn sie zu wenig ausgefranst sind, dann muss man halt etwas nachhelfen. Und das mache ich eigentlich bei den meisten meiner Pinsel. Bei diesen Pinseln. Bei Haarpinseln natürlich nicht. Ich kontrolliere natürlich auch immer, ob es schon passt. Man muss halt aufpassen, dass man nicht zu viel wegschneidet. Aber jetzt ist es bald soweit und eigentlich ist alles in Ordnung. Aber mir ist die Kante vorne noch zu gerade. Jetzt nehme ich eine alte Nagelschere und schneide einfach vorne so schräg hinein. Da muss man kein Friseur sein, das kann man auch so. Das wird vorne leicht zackig, leicht ausgefranst. Und wenn ich das noch übergenau machen möchte, schleife ich diese Kanten noch vorne über ein Schleifpapier. Das habe ich aber jetzt gerade nicht zur Hand. Aber so ist es jetzt voll okay und ich bin auch zufrieden damit. Ja gut, ich hatte ja schon so einen Pinsel, der war nur etwas zu dick. Wenn man aber sowas nicht auftreiben kann, dann nehme ich einen normalen Flachpinsel. Das hier ist ein ganz normaler, dünner Borstenpinsel. Wichtig ist, dass er Borste ist und kein hochglänzendes Kunsthaar. Es muss Borste sein. In der Regel ist es eine Schweinsborste. Und jetzt wird es etwas anstrengender, ganz knapp an der Zwinge. Und wieder aufpassen, bitte auf die Finger. Schneide ich jetzt die Haare ab. Das geht nicht so ganz einfach, dauert etwas länger. Ich werde den auch etwas dünner machen. Aber wie gesagt, man muss auch aufpassen, dass man nicht zu viel wegschneidet. Das dünne Teppichmesser schneidet nicht mehr so richtig, ist nämlich ein neues, breiteres, mit dem ich besser arbeiten kann.
Und bald ist es soweit. Und ich glaube, ja, so dürfte es eigentlich stimmen. Das ist natürlich jetzt auch Geschmackssache. Man muss das selbst ausprobieren. Aber es funktioniert. Und jetzt wieder mit der Nagelschere gebe ich dem Ganzen wieder eine struppige Fasson. Auch seitlich schneide ich schräg hinein. Das mache ich übrigens auch bei den Fächerpinseln, denn die meisten meiner Fächerpinsel sind mir zu glatt und zu ebenmäßig. So, und ich bin jetzt zufrieden und werde ihn gleich einmal testen. Eine Mischung aus Sienna gebrannt und Ultramarin, was sonst. Und ja, er funktioniert genauso, wie ich mir das vorstelle. Wenn man so ein Ding das erste Mal benutzt, ist das natürlich eine ungewohnte Sache. Aber glaubt mir, man gewöhnt sich sehr, sehr schnell an solche Struppis und möchte sie nie mehr missen. Ja, es gibt dann noch etwas. Und zwar, ich werde so oft gefragt, welche Rohrfeder das ich eigentlich benutze. Da gibt es ja in den Kunstmärkten jede Menge verschiedene Rohrfeder. Die meisten sind aus Bambus. Früher gab es bei uns ja auch keinen Bambus zu kaufen. Da haben die Maler die Rohrfedern aus Schilfrohr gemacht. Und das kann man natürlich ganz einfach selbst auch herstellen. Ein ganz normales Stück Schilfrohr und ich zeige dann, wie man daraus eine wirklich gut funktionierende Rohrfeder macht. Nun, Schilf wächst bei uns überall. Bei jedem See, bei jedem Tümpel, in Moorgebieten, überall, kostet nichts. Nur sollte es frisch sein. Leider habe ich nur ein älteres Stück hier, das ist schon ein gutes Jahr, glaube ich, alt, und dann wird es immer spröd. Da muss man halt beim Zuschneiden ein sehr scharfes Messer haben und auch aufpassen, dass es nicht zu stark zersplittert. Aber so wie ich das hier mache, so geht das schon. Zuerst einmal ganz grob vorschneiden. Bei den Kanten schneide ich noch etwas nach, dass es vorne ein wenig schmäler wird. Und jetzt passt es. Jetzt nehme ich einen Seitenschneider und zwicke vorne das letzte ganz weiche Stück ab. Jetzt schneide ich noch ein wenig nach, aber es bleiben scharfe Kanten. Das könnte bei einem raueren Aquarellpapier dann leicht zu Spritzern führen, weil man schneller hängen bleibt. Das kann man aber ganz leicht abmildern. Und zwar, das ist eigentlich dann der Trick an der ganzen Sache, ich nehme ein Schleifpapier, ein mittelraues Schleifpapier, das ist Körnung 180 oder auch 200, das reicht aus. Ich lege dieses Schleifpapier auf meine Unterlage und mit der neuen Rohrfeder schleife ich es ganz leicht über dieses Papier. Und zum Schluss kommt noch an die Spitze ein kurzer Schnitt mit dem scharfen Messer. So. Und jetzt will ich testen, ob das auch was taugt. Schiebe den entstandenen Abfall etwas zur Seite und tauche die Feder in eine, in dem Fall ist es eine Beize. Ich nehme aber auch sehr gerne diese Moorlauge her, die man in der Apotheke bekommt. Das funktioniert sehr gut. Man sollte allerdings, bevor man mit einer Schilfrohrfeder zeichnet, diese etwa zumindest eine Viertelstunde ins Wasser legen oder in ein Wassergefäß stellen, damit sich das Schilfrohr etwas ansaugt und dann hält auch die Tusche oder ja, die Beize oder was man halt auch zum Zeichnen dann nimmt, die Moorlauge hält dann länger. Ja, meine neue Rohrfeder hat ganz gut funktioniert. Und das kann ich natürlich, das ist dann noch alles sehr nass, mit meinem neuen Struppi, meinen selbst gebastelten Struppi und Wasser, diese Beize oder Tinte oder auch Tusche noch leicht anlösen und kann so schon ein ganz schnelles monochromes Ergebnis zustande bringen. Diese Rohrfederzeichnungen, diese Technik eignet sich ganz besonders gut für Städtebilder, für alte Häuser, Gassen etc. Man kann es aber auch kombinieren mit Aquarell. Wie gesagt, ich nehme sehr gerne auch Moorlauge. Es gibt ein schönes, tiefes, dunkles Braun, fast ein Sepia-Braun. Und man kann diese Moorlauge, nachdem die nicht wasserfest auftrocknet, auch später noch im trockenen Zustand anlösen und auch mit Aquarellfarben bereichern. Ja, ich wünsche viel Spaß beim Herstellen von Rohrfedern, aber auch von den Struppis. Und jetzt sage ich noch Danke fürs Zuschauen.
und bis bald auf diesem Kanal wieder. Tschüss.